Hallo liebe Sportsfreunde zu einer neuen Partie zum 23. Spieltag. Hier die Preview dazu und zwar ist es Bremen gegen Darmstadt. Das Kellerduell im wahren Tabellenleben bei uns ist es, wie kann man es sehen, nicht ganz so krass. Darmstadt ist letzter, Bremen. Aber Darmstadt ist auch so nicht so besonders. Ja. Bremen ist allerdings bei uns, glaube ich, 8. oder 7. sowas. Ja. Man weiß nicht warum. Und ja. Genau. Du spielst ja mit Kings. Ja. Wahrscheinlich, genau. Wegen Pizza vielleicht auch. Aber ich habe meine Formation geändert und somit könnte es sein, dass ich doch das Spiel gewinne. Ja, mit Sicherheit nicht. Martin, du wirst das Spiel nicht gewinnen. Bremen ist viel stärker und Pizarro wird 3 Tore schießen. Ja, okay. Ich habe fast gar nichts gemacht eigentlich. Ich habe nur ein bisschen überlegt, wie ich so das die Auswechslung ein bisschen verändert und uns überlegt, wie ich das Spiel angehen möchte. Ich glaube, der Masterplan steht. Ich habe bei mir ein bisschen was umgestellt. Ach was, du hast Opina reingetan, Mann. Das ist doch mal. Habe das Tannenbaum-System, somit müsste ich relativ defensiv. Warum hast du denn Franzisch da rechts? Ey, das ist so. Und hab somit dann, auch in der Offensive, kann ich sagen, wenn ich konnte, das passt dann schon. Welches Problem hast du? Wieso hast du denn Franzisch ins rechte Mittelfeld gesetzt? Der ist ein klar zentraler Mittelfeldspieler. Ja, soll ich lieber Gondorf draußen lassen oder was? Keine Ahnung. Siehst du? Hab ich mir auch gedacht. Boah, ey, das wird überhaupt nichts machen, ich sag's dir. Wir sprechen das nach dem Spiel nochmal. Ja, okay. Wenn du dann hier weint, vor mir sitzt. Okay. Böses Foul, rote Karte. Ich krieg rote. Ey. Und was war, wenn ich rot kriege? Aber es ist nur Holland, glaube ich. Ah, ich krieg gar nichts. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du hast nicht ganz direkt getroffen, sondern nur so halb daneben. Ah, nee, ich habe ihn direkt getroffen. Okay. Vielleicht bist du nicht reingerannt und dann mit offener Sohle drauf oder so. Das kann natürlich sein. Alles möglich. Ich würde auch den kleinsten immer in die Mauer setzen. Oh! Das war mal ein guter von dir. Das war ein übertrieben guter Freischuss und dann auch eine richtig gute Parade. Muss man auch leider mal sagen. Aber es sah aus. Was? Hast du wohl nicht getroffen, ne? Ich wollte ja auch richtig schön reinballern und leider knapp daneben. Haben wir es hier nochmal sehr gut gesehen? Nicht? Mhm. Oh, der Freischuss war aber sehr schön. Der hat sich richtig schön gedreht. Das haben wir richtig gesehen. Aber nochmal hier. Schwein gehabt. Oh, Clemens Fritz kann noch rennen. Hast ja auch erst noch nicht mal die 10. Minute gespielt. Dann ist das ja irgendwie auch logisch. Och, Mensch, Esser. Mhm. Der ist im Tor. Oder was meinst du jetzt? Ich meinte, warum hält er denn so? Achso. Ja, weil das kann halt, ne? Okay, ja dann. Ja, wir sehen auf jeden Fall eine sehr offensive Ausrichtung hier von der Bremer Mannschaft, die hier schon gut dabei sind und ein Tor erzielen wollen. So viel ist sicher. Ich meine, sie spielen auch zu Hause. Eben. Würde ich auch wollen. Ja, Fritz im Laufduell. Genau. Beste Leben. Auf jeden Fall. Zum Glück kann er den Ball gerade noch irgendwie zu Kainz holen. Oh, fast gibt's Elfmeter. Naja. Ja, ja, nee, der war fair geklärt. Ohne Frage. Aber der ist. Oh, Sané. Der hier ganz frei zum Kopfball kommt. Und der Esser hat hier wirklich schon 5 Paraden abgegeben. Nee, so. So viel nicht. 4, okay. Aber das war schon. Okay, aber direkt auf die Torhüter. Gut. Aha. Finn Bartels hätte direkt abziehen können. Es gibt Foul für. Oh, schade. Spaß. Ja, was hast denn du gedacht? Ich dachte, vielleicht gibt's Foul für Bremen, ja. Das wäre doch mal was gewesen. Das wäre ja witzig gewesen. Das war nicht so gut.
Ich warte die ganze Zeit nur drauf, dass sowas mal schief geht bei dir. So ein richtig schöner Lupfer. Bisher ist eigentlich noch nicht schwieriger. Ja genau, deswegen warte ich ja nur drauf. Deswegen mache ich das die ganze Zeit, weil ich weiß, das klappt. Ach so. Verstehe. Ja, alles fein bei mir. Oh. Nächste Spiel wird eigentlich ein ziemlicher Knaller. Von Leverkusen gegen. Von Bremen gegen Leverkusen. Da gewinne ich damit. Das wird ein Ticken härter wahrscheinlich für die Elf. Leverkusen. Was ist bei der Bremen? Boah, Alter. Da hättest du aber gut mal 2 Meter laufen können. War ein bisschen überrascht, sagen. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Das hätte ich so nicht vermutet. Das war ein ganz schöner Boomerang hier, dieser Abschlag. Vielleicht jetzt nochmal ein bisschen anders. Oh Mann, ey, die Offensive hier. Jetzt wieder, stolpert er wieder nur rum. Ach komm. Ach, der hat sich hingeschmissen. Wo ist Sander für euch? Der hat sich doch nur hingeschmissen. Der wollte nur den Freischuss ziehen am Mittelkreis. Bitte? Gelbe Karte? Ey, jetzt raste ich aber gleich direkt aus. Ja, also, nee, sag ihm bitte mal, schlag ihn aufs Maul hier, dem Schiri. Das kann man hier, kommt hier bei NHL gab es das ja. Bei geht's NHL gibt es immer noch die Möglichkeit, da. Aber dann ist ja ein bisschen dann. Dem Schiri was auf den Maul zu hauen, dem Gegner. Nee, dem Schiri glaube ich nicht. Nur dem. Der Schiri konnte auch umfallen, auf jeden Fall. Der konnte auch. Aber vielleicht nicht absichtlich, aber der. Oh Mann! Der konnte auch in Mitleidenschaft gezogen werden, glaube ich. Kann sein. Und da ist Obinna. Oh, wie ist ein schönes Tackling. Alter. Und dann geht's einfach direkt weiter. Aber kein Wunder, wenn der Teller auch direkt wieder aufsteht, dann scheint ihm bei uns passiert zu sein. Und gerade hat Bremen ein bisschen Probleme, sich zu befreien. Och man, Fritz, ey, mit dem kann man doch keinen Lauf mehr gewinnen. Oh, was ein Trick. Ey, mit Fritz kann man irgendwie die Offensive keinen Blumentopf gewinnen, das ist ein bisschen schade. Das ist richtig. Das war früher mal. Da hat nämlich auch selber noch Tore gemacht. Echt? Aber ey, ganz ehrlich, mit Bremen kann man allgemein gerade überhaupt keinen Blumentopf gewinnen, merke ich gerade. Das habe ich schon. Ich hier auf jeden Fall. Das habe ich schon vor 4 Wochen gesagt, ja, dass man mit denen nicht spielen kann. Ja, dann schon, eigentlich schon, aber gerade. Das war ich ein richtig guter sehen. Schuss. gerade in der Verfassung, in der sie gerade sind, kann ich überhaupt nichts machen mit denen. Das ist ein bisschen schade. Jeder Ball kommt nur zurück. So, Finn Bartels. Kann Finn Bartels jetzt hier mal den ganzen anderen Anstrich verleihen? Nein, es läuft ja niemand mit, natürlich. Ja, wenn du auch defensiv spielst. Und da ist. Oh, eigentlich zu gut. Das ist richtig. Oh, nächstes böses Foul. Ach komm, das war ein klassisches Tackling. Ball gespielt. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Foul war. Na, muss sagen, da geht wohl nicht mehr dran, ne? Nö, ich dachte mir, du musst sowieso irgendwann mitspielen. Ah, okay. Gondorf hat natürlich einen guten Schuss. Alter, aber der war schieß doch nochmal mit. Schieß doch bitte linken Hacke oder so. Ja, das war. Ja, es gibt Leute, die können gut spielen. Oh, jetzt haben wir nur ganz kurz gesehen, das nächste Spiel von Darmstadt ist gegen Mainz. Ja. Kann packen werden. Ja, ich glaube, ich gewinne das. Darmstadt gewinnt das. Aber wir sprechen jetzt auch gerade nur über solche Sachen, weil hier gerade nichts passiert. Wir müssen uns gerade hier sonst nur aufregen, ständig. So, Fritz. Kann Fritz jetzt mal was machen? Draußen ist eine Spannung da, ne? Wer den ersten Fehler macht, der hat mich verloren. Ist doch so. Ich habe überhaupt nicht, ich hatte am Anfang schon relativ viele Chancen. Ja, ich hatte und der Freistoß allein schon. Ja, aber ich hatte dann auch. Ja, also haben wir alle schon Fehler gemacht, aber nicht so entscheidend anscheinend. Genau. Danach hat der andere direkt nochmal einen Fehler gemacht. So, können wir jetzt hier nochmal ein bisschen Pressing drauf bringen? Das wäre doch mal was. Sehr schöner Ball. Ja, was du? Wäre der fast angekommen. Wie war es mit dem Pizarro? 3 Tore? Kommt das noch? Oder? Fritz! Ja, das kommt noch. Junusovic, der hat einen guten Schuss. Oh, Junusovic! Mit Ansage! In der Nachspielzeit. Da ist es, das erlösende 1:0 nach einem Ballverlust oder einem schlechten Fehlpass. Super Pass übrigens. Ja, Milosevic war es, glaube ich. Und den, der ist halt richtig gut geschossen. Hätte er es auch kriegen können. Ja, der hat aber schon genug vorher rausgeholt, den kann er auch mal reinlassen, meiner Meinung nach. Nee. Aber den hätte er haben können. Ja. Also. Der war nicht optimal geschossen, aber er hat sich schön einfach mal gesenkt. Und dann
war's das hier. Mit einer Führung geht Bremen jetzt hier in die Pause, das vierte Tor vom Freistoß, vom österreichischen Freistoßschützen von Werder Bremen. Ich muss mich natürlich korrigieren. Hier geht natürlich noch niemand mit irgendwas in die Pause. Hoffentlich. Also ich kann nur hoffen. Scheiße. Aber ich glaube, das war's. Sehr schön. Jetzt ist der Pausenpfiff ertönt. Und Bremen hat die erste Hälfte dann doch noch im Guten beendet. Aber du führst unverdient. Weil es hätte jetzt hier locker 0-0 stehen können. Ich hatte aber schon auch echt viele Möglichkeiten. Ja, ich hatte auch. Guck mal, diese eine Phase, da hatte ich 5 Schüsse auf einmal. Hätte ja alle drin sein können. Ja. Ja, aber es bleibt spannend, auf jeden Fall spannend für die zweite Hälfte. Bei mir steht jetzt hier eine sehr frische Mannschaft auf dem Platz, weil ich Fritz rausgetan habe wieder. Der Durchschnitt hat sich also sehr stark erhöht. Dafür habe ich Barkfrede reingetan und Moisander, der schon gelb vorbelastet war, ist für Dinier raus. Ich habe 3 Wechsel gemacht. Sirigul, Shiplock und Kleinheißler sind drin. Ja. Nochmal Power und vor allem voller Angriff ist es jetzt. Ja, wollte gerade sagen. Aber das kann man halt mit diesem System auch spielen. Ja. Das ist halt ein Vorteil. Dem Tannenbaum-System. Richtig. Da war schon Shiplock, hat sich schon mal angemeldet hier mit dem ersten Schuss. Barkfrede eiskalt mitgenommen den Ball. Boah, was ist das denn für ein Pass gewesen? Ja, das war ein bisschen knapp hier, ne? Philipp Barkfrede, erster Schuss. Spielt er eigentlich große? Ach, da ist er ja. Ah! Von dem noch nichts gesehen. Ja. Doch, der ist toll im Hintergrund. Der macht sich ganz toll. Ja? Im Verhindern von Torchancen. Okay. Nein, ich habe auch noch nicht so viel von ihm gesehen. Ey, geil. Heller ist irgendwie langsamer als Gibrissinas. Das freut mich sehr. Oh! Oh, das hätte jetzt auch Bayern sein können. Ja, es war fast abseits. Ich gesagt, es war gleiche Höhe, glaube ich. Aber dann kriege ich den nicht in den Winkel rum. Ja gut, da eins kurz Eck rein ist auch fies. Aber schwierig halt. Ja. Für einen Torhüter dann? Ja, wenn es so weit kommt, dann ja. Ja, so war es ja geplant. Oh, mit dem, keine Ahnung, mit dem Poppes oder so. Oder den. Ja, meine Pässe sind noch nicht wieder genau genug. Da muss noch mehr kommen und das fand ich jetzt ganz schwach. Oh. Alter! Den hast du nicht gut genug platziert. Ah, ich habe ihn zu gut platziert, ja. Scheinbar nicht. Sonst wäre er ja nicht drin gewesen. Liefeld hat gar nichts mehr gemacht. Der hätte nichts hinbekommen. Nee. Das war jetzt auch ein schöner Morgen auf jeden Fall. Oh! Oh, ich will den Freistoß mit Gondorf haben. Ich habe schon mal mit dir einen reingemacht. Also ging nicht. Ja, das stimmt. Auch mit Gondorf. Ja. So. Das ist zu scheiße. Der war nicht gut platziert. Aber besser als dein. Ja. Was? Meiner war perfekt. Ja, der war auch nicht schlecht, aber ich stimmt. Ein bisschen zu fest gemacht. Ja, ein bisschen zu hoch war. Ansonsten war er von der Höhe jetzt, also von der. Aber ich wusste nicht, wie ich ihn ausrichten soll jetzt dann. Ey, ganz ehrlich, das ist auch bei jedem immer unterschiedlich, oder? Ja, aber man kriegt ja diese Gefühle, wenn man weiß, okay, mit dem habe ich schon mal irgendwie geschossen und so weiter. Ja. Oh! Durch 2 Darsteller hier nochmal den Ball abgelenkt. Ich weiß es nicht, ob was du machst. Oh, das gibt's doch nicht. Das war jetzt relativ durchsichtig. Ja, also die brandgefährlichen Situationen entstehen auf beiden Seiten. Und was?
gibt den Einwurf für Werder Bremen, für die Heimmannschaft, die grandios aufspielt in den letzten Minuten und spielt scheiße aufspielt. Und eine Situation nach der anderen verbuchen kann. Das ist ein böses Foul für Wiedwald. Und es gibt die gelb-rot, ich weiß, die gelbe Karte. Holland, okay. Wer ist das denn? Ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, aber hier zeigt er ganz genau, was er kann. Faulen. Und Sunny! Oh! Der war schon scheiße, ne? Ja, wenn da halt auch Robben gestanden hätte, wäre besser gewesen. Ja, als er dann spielt Robben bei Bremen, ey. Ja, noch nicht. Ja, genau. Vorher geht er nach China lieber. Ich glaube, dieser Robben. Ich vermute auch. Oder hört auf. Ich glaube auch, er hört ihr direkt auf dann. Ja, bevor sich sowas antut. Schön, Yunusovic holt den hier noch wieder. Und kann nochmal eine Flanke setzen. Und, oh, Pizarro kann halt leider auch nicht mehr springen, das ist das Problem. Oh, das war ein bisschen viel, ne? Mister. Ja, Papalapap gibt halt nochmal einmal gelb, aber dann ist das so. Obinna fordert es halt auch einfach heraus, ja? Ja. Oh, das war ein starkes Tackling, muss man auch mal sagen. Pizarro kann hier jetzt im Laufduell eh nicht gewinnen. Oh, toll, wir müssen viel fitter auf jeden Fall. Gegen Seligo, der auch noch frisch eingewechselt wurde. Das ist natürlich klar, dass hier gar nichts mehr geht. Da hat er sich den Ball aber etwas weit vorgelegt. Upsi. Hat doch alles gepasst. Komm ey. Du mit deinem hat doch alles gepasst. Bist doch so. Ja, noch später passen. Ich hatte viel früher schon hier gedrückt gehabt. Also kotzt mich das an. Das wäre nicht so ein scheiß Spiel. Ja, ich muss gleich mal wechseln vielleicht. Ja. Und dann? Wohin zu trotzdem? Kommt ja nichts mehr. Es kommt einfach nichts mehr. Oh Mensch, wie kann er den denn so mal vorbeiziehen? Das ja, nicht. Du hast gelenkt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wollen wir es nochmal angucken? Wir sehen hier nochmal den Schuss. Oh, da hat der Fuß total eingeknickt. Er war stark geschossen, festgeschossen, aber nicht. Und wir sehen nochmal zwei Wechsel auf Seiten des SV Werder Bremen. Ein Wechsel, sorry. Pizarro geht raus. Vollkommen fertig mit der Welt. Dafür kommt Aaron Johansson. Ja, kann sich nicht mal zwei A's leisten, ne? Der Aaron. Der nee. Wird eingeschrieben. Bitter, bitter heutzutage. Tja, die Profifußballer sind auch alle sehr arm dran, ne? Mhm. Die kriegen alle kein Geld mehr. Ja. Aber hier, Johansson. Kann hier vielleicht nochmal. Und jetzt Barkfried, jetzt aber. Da ist er. Jetzt hat er mal mehr Zeit, um den Schuss zu platzieren. Der Kapitän. Ich finde, es wird jetzt zweimal gewechselt in dieses Spiels. Nach einem leichten Ballverlust. Unnötiger Ballverlust. Mit dem Innenrist in den Winkel. Unhaltbar für Esser. Ist es nicht so? Naja. Ich hätte die Frage wieder, was mit Zulu war. Ich habe schon längst auf Grätschen getippt und da war, der läuft, Leute stehen, Leute weiter und dann ist das Tor schon längst gefallen. Das ist halt die Sache, ne? Das war die Frage, was man davon halten soll. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Oh, bin er dribbelt sich durch. Alter, bitte? Bitte was? Ich mach mit Gondorf Nummer 1. Ich hab exakt im richtigen Moment. Moment, warte kurz. Hier habe ich getackelt und ja, ich hab getötet. Ja, ja, genau, aber du hast ja nichts dafür gemacht. Du bist einfach nur, hast einfach nur gelenkt. Glauben. Hast dein Glück gehabt. Ja. Oh Mann, ey. Toll, toll Verteidiger. Sané, glaube ich. Ey Mann, das war so unnötig. Wobei Wiedwald hat es eigentlich verdient. Ups. Ja. Ja, Gondorf, fünftes Tor schon. Das ist ein guter Mittelfeldspieler auf jeden Fall. Ist ja bisher nie Mittelfeldspieler hier das Tor gemacht. Kein Stürmer. Das spricht auch schon für und sich. Ich habe so viele auf dem Platz. Ja. Ja, Zeitspiel oder was? Fuck. Da, nee, war kein Zeitspiel. Ich wollte nur dann durchkommen und dann irgendwie waren es auf einmal zwei.
immer das Gleiche, Mann. Und da ist das 3:1. Jetzt sollte alles klar sein. Ach, sag mir. Aus der Schlussphase ist das Feuer raus. Beim Vorschlag. Einfaches Kombinationsspiel, zack, auf einmal ist er frei. Man denkt bestimmt gar nicht. Und der Esser hätten wir noch haben können, oder? Der war schon sehr platziert geschossen. Ja. Der war Esser stark genau voll. Ja. Okay, so ganz platziert war er nicht geschossen. Aber gut. Bremen fährt hier dann doch die 3 Punkte sehr relativ sicher ein. Darmstadt kann sich nicht weiter groß unten draus befreien. Die sind schon trotzdem 15. jetzt immer noch. Ja. Haben sie Glück, weil Freiburg verloren hat. Und so. Aber. Wie du reingehst und kriegst nichts dafür. Und ich verliere dafür den Ball. Geil. Geil ist er. Und ich krieg ihn. Alter, willst du mich flachsen oder was? Es gibt einen Unterschied zwischen reingehen und reingehen. Ja, ja, reingehen. Meiner liegt da verletzt oder reingehen und deiner steht sofort wieder auf. Ja, wo brauchen wir das richtige Timing? Aha. Mhm. Ey, wirklich. Also genau das gleiche Timing wie du jetzt. Nee. Meiner ist nämlich auch geflogen. Ja, aber du hast halt den Ball überhaupt nicht gespielt. Ja, du auch nicht. Doch. Nein. Ich mache das meistens so, dass ich direkt von vorne reingehe, dass ich den Ball zuerst spiele und danach noch auf den Gegenspieler. Oh, das war richtig dumm. Oh. Nein! Das war ein Spiel mit dem Feuer. Wäre mal witzig gewesen, oder? Es gibt nochmal Eckball und Esser macht sich auf den weiten Weg nach vorne. Wir sind schon in der 6. Minute der Nachspielzeit. Und es gibt noch einmal Ecke. Gleich sind wir in der 7. Minute der Nachspielzeit. Obwohl es nur 4 gab. 3 Minuten drüber. Boah, Alter. LOL. Bitte? Ja. Bayern-Style oder was hier? Wie bitte, wie kann der bitte schön so frei? Alter, Junusovic oder was? Was ist denn das? Wie kann der denn da so frei stehen? Boah, hätte auch das 3:1 nicht fallen müssen und dafür das 2:2 hier. Das Spiel hat eigentlich keinen Sieger verdient, ne? Ach komm, ey, ganz ehrlich. Beide Mannschaften waren gleich. Ich hatte schon in den Statistiken auf jeden Fall die Nase vorn. Können wir gleich jetzt nach Spielschluss nochmal anschauen. Ich denke schon, dass da ordentlich bei mir mehr war. Also war ein Tor mehr. Ja, viele Fouls mehr. Von dir, stimmt, ne? Überhaupt nicht. Nö, überhaupt nicht. Ja, doch, vielleicht schon. Wir haben ein paar Fouls schon gehabt. Stimmt schon. Ja, aber wir sehen hier 3:2. Darmstadt hat sich ganz wacker geschlagen vom Ergebnis her zumindest. Und Bremen hat trotzdem die Nase vorn gehabt. Vielleicht auch durch den Heimvorteil. Das Quäntchen Glück. Ja, das mag sein. Das kann sein, ne? Also. Ich denke, Junusovic hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Der ein Tor geschossen hat und auch viele weitere Chancen hatte, viel unterwegs war und dann beim Gegentor anscheinend mit 3:2 verantwortlich dafür war. Aber egal, gut. Der Höhenunterschied war halt ein bisschen komisch. Ja. Richtig gegen Shiplock, genau. Das ist schon schwierig. Aber gut, so ist es halt, ne? Ja, wie geht's aus im wahren Leben, Armin? Ich denke, Bremen gewinnt das. Bremen gewinnt das mit 2:1. Ich denke schon. 2:1. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Darmstadt es gewinnt mit 2:1 bzw. 1:0. Ja. Wie bitte? Darmstadt hat jetzt nicht schlecht gespielt. Ja, aber Mainz hat verloren gegen die guten Bremer. Ja, die Bremer haben jetzt 2 Siege in Folge auswärts gemacht. Ja, aber Heim ist halt was anderes, ne? Ja. Wahrscheinlich ist es schlechter. Aber gut, so ist es halt, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch lassen, Kanal noch abonnieren. Die weiteren Playlists durchballern. Durchwühlen. Die sind ja hier alle angelegt. Und ja, dann ciao, bis zum nächsten Video. Ciao.